Hallo und willkommen auf dem Kanal für medizinische Bildung und endlich zu der Auflösung des EKG-Quizzes. Nun schalte ich euch die ganze EKG-Sammlung in Form einer PDF frei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. In dieser PDF habe ich diverse echte EKG-Befunde gesammelt, also WPW-Syndrom, verschiedene Formen von STEMIs, also ST-Hebungsinfarkten und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass das Ganze euch gefällt. Aber kommen wir ganz kurz zu der Auflösung der Quiz-EKGs. Das war das erste. Hier erkennen wir ja zum einen diese Flimmerwellen. Es liegt tatsächlich hier bei diesem Patienten ein Vorhofflimmern vor. Aber das Komische ist ja, dass die QRS-Komplexe trotzdem regelmäßig auftauchen. Das ist ja bei Vorhofflimmern eigentlich nicht der Fall. Das heißt, zusätzlich muss eine AV-Dissoziation vorliegen. Das heißt, der AV-Knoten überträgt die Erregungen aus den Vorhöfen nicht mehr an die Kammern. Oder anders gesagt, es liegt ein AV-Block dritten Grades noch vor. Zum anderen fallen uns diese ST-Senkungen hier auf. Eine ST-Senkung in den rechtspräkordialen Ableitungen, also in V1 und V2, deuten auf einen posterioren Infarkt hin. Diesen finden wir auch in diesem Fall vor, tatsächlich, wenn wir jetzt ein Troponin abnehmen würden. Also, der wesentliche Befund lautet hier, Vorhofflimmern, AV-Block dritten Grades und posteriorer Infarkt. Wirklich ein schwieriges EKG, aber auch wirklich sehr interessant. Kommen wir zum zweiten, auch das ist wieder sehr schwierig. Zum einen fällt uns natürlich diese hohe Herzfrequenz von 242 Schlägen pro Minute auf. Außerdem sind diese QRS-Komplexe ja deutlich verbreitert und fallen unregelmäßig ein. Hier sieht man das relativ schön. Und bei diesem Patienten liegt tatsächlich ein WPW-Syndrom vor und zusätzlich noch ein Vorhofflimmern. Das Problem ist ja bei diesem Patienten folgendes. Eigentlich ist der AV-Knoten ja, beziehungsweise schafft der AV-Knoten, ist dieses Vorhofflimmern abgebremst weiterzuleiten. Patienten mit einem WPW-Syndrom haben ja zusätzlich zum AV-Knoten noch eine weitere Leitungsbahn, die zwischen den Vorhöfen und Ventrikeln gespannt ist. Diese Leitungsbahn hat aber diese bremsenden Eigenschaften nicht unbedingt und leitet dann diese Flimmerwellen fast ungehindert immer weiter. Deshalb haben die Patienten eine relativ hohe Herzfrequenz, die man bei Vorhofflimmern nicht so wirklich sieht. Genau, das ist der wesentliche Befund, also Vorhofflimmern bei WPW-Syndrom. Dann kommen wir schon weiter zum letzten EKG. Das war eigentlich das einfachste von allen. Man sieht natürlich diese deutlichen Hebungen in den inferioren Ableitungen. Und auch hier in V5 und V6 finden sich diese ST-Hebungen. Es liegt also ein posterolateraler Infarkt. Und das letzte ist, das hat jedoch keiner, hat keiner angegeben, das ist aber auch wirklich eine Spitzfindigkeit. Die R-Zacken hier in V2 sind relativ hoch und die S-Zacken sind auch noch relativ tief. Wenn man jetzt den Sokolov-Lyon-Index hinsichtlich des rechten Ventrikels bestimmen würde, dann wäre der positiv. Also gibt es hier noch den Verdacht auf eine rechtsventrikuläre Hypertrophie, aber das ist wirklich eine Spitzfindigkeit. Das war es eigentlich soweit. Ich hoffe, dass das Ganze euch ein bisschen Spaß gemacht hat. EKGs sind ja relativ spannend. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der PDF und bis dann.